Ja, liebe Klubberer, Bundesliga läuft. Jetzt muss ich nur 10 Minuten warten, bis mein Club angeht. Und nervös bin ich schon gescheit, das muss ich euch sagen, weil wenn wir heute nicht gewinnen, Leute, dann geht es wahrscheinlich in die zweite Liga wieder. Aber da haben wir uns mehr oder weniger wohl schon fast alle mit abgefunden. Wenn man das Bayern-Spiel allerdings zurückdenkt, so ein geiles Spiel. Bis zur 89. Minute und dann verschießt er den Elfmeter. Das muss eine Krankheit sein beim Club. Zweimal Behrens, im ersten Spiel gleich Herder schon der Ischak. Und jetzt hat er noch der Leibwäldler, hat dann am Pfosten hier 4 Elfmeter verschossen. Viermal, sagen wir, 2 Punkte mehr. 8 Bündler, wären wir auf Platz 12, 13. Hätten wir den ganzen Ärger nicht. Und jetzt sind wir noch in Wolfsburg. Fällt mir nicht besonders, aber mei. Die kämpfen, glaube ich, nur um Europa oder um irgendeinen Schwachsinn. Und wir kämpfen ums Überleben. Schauen wir nochmal zu. 8 Minuten und dann geht's los. Ich trinke nur Schlückler Leute und dann schauen wir nochmal, was unser Club heute macht. Arnold natürlich, Mehmedi und Klaus. Klaus ist der Experte. Ja. Komm jetzt, zeig den Club, Leute, zeig den Club. Da ist Grey weg vom Fernseher. Der hat wieder den Ishak vorne drinnen. Kinia, Everton, Müll, Leibold, Bauer, alles normal. Eras und Behrens, Doppel 6. Kerk, Pereira, Löwen, alles gut. Aber der Ishak als Mittelstürmer. Ich verstehe es nicht, er trifft doch nichts mehr. Seit wie vielen Spielen schon nicht. Hier den Markreiter haben wir als Mittelstürmer genommen. Der ist lang, der hat einen Kopfball und hat einen gescheiten Schuss. Der Kerki, der hat auch einen super Linksverteidiger gespielt, wie der Leibold verletzt war. Warum soll nicht irgendein anderer mal einen Mittelstürmer spielen? Der den Bomhamle trifft, der ist doch nicht. Pereira, ja. Edu! Bei dem Edu habe ich immer ein bisschen Angst mit seiner Trickserei. Ist ein guter Fußballer wirklich, aber mit seinen Tricks, die er immer drauf hat. Also es ist immer schwierig, vor so einem Spieler einen Tipp abzugeben. Die Hoffnung überwiegt bei dem Tipp, aber mei, wenn wir nicht hoffen und die Daumen drücken, wo soll es nachher kommen? Ich tippe mal auf 2-1 für uns. Es ist ja nicht nur, dass der nicht trifft. Der kann kein Dribbling, der kann keinen Zweikampf. Ich weiß nicht. Ich habe so schön ins Trikot gehabt mit Ishak drauf. Wo ist unser Trainer? Schau mal. Und der Marek. Marek! Hau rein! Der beißt jetzt schon Fingernägel vorm Spiel, das muss aber auch nicht sein. Und los geht's! Mein Gott, gleich dann erstmal wegen Leidig Wolfsburger. Der nicht dabei, was geht jetzt nicht so? 11 Mann haben sie am Platz, da können von mir aus auch noch 2 raus. Achtung, der Klaus. Jawohl, Everton. Wenn keiner mehr da ist bei unserem Club, Everton ist immer da. Ah ja! Mein Fehler provozieren, super, und jetzt! Ha! Ei! Mein Gott! 2 Minuten, beinahe du! Genau auf sowas musst du lauern! Ah, der Ball ist wunderbar, der Wolfsburg kommt nur rein. So haben wir das in 2 Mann. Ja! Ei, 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 ei! Ah! Ja, also der Martinia ist einfach geil. Was der Junge rausholt, das war auch noch sehr clever weitergeleitet mit der Pereira bleibt hängen. Ja. Mann. Ja. Ja. Ei, 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 ei. Nur mal. Mein Gott, der Glück. Voll die Action im 16er und. Ah. Everton ist für mich der allergrößte da hinten. Also der hat schon Sachen geklärt, da hat wirklich jeder gedacht, etwa rabbelt. Aber wer sich über die Saison hinweg in der Abwehr unheimlich gesteigert, ist für mich der Lukas Mühl. Ich habe am Lukas am Anfang nicht so viel Vertrauen gehabt, ganz ehrlich, aber der hat sie richtig gut gemacht, der Bo. Alle Achtung. Bauer hat sie auch gesteigert. Weil der hat ja auch ein paar Grottendinger hingelegt.
laufen soll. So, komm, vernünftiger Spielaufbau. Ui, das mache ich gar nicht, wenn der Torwart da hinten rumspielt. Ja, geh doch. Der war gut. Ei, jetzt kriegt der den Ball nicht. Kergi, was ist los? Unsere dort. Leibold gegen Klaus. Der Motor. Ja! Der Leibold, der schläft wenigstens nicht. Der Kerk schläft ein wenig, aber den Eindruck. Hopp! Der Knochen war da. Mein Gott, na. Ja, auf die beiden hinten drin wird Zeug. Ich hab's halt Kopf, wenn wir lieber gehen. Was ist denn eigentlich mit dem Mischidian? Wieso spielt der Mischidian nicht mehr? Letzten Spiel auch schon nicht. Ah, hopp, hopp, hopp! Da ist keiner dabei, der wo am 16er sich einmal das Herz nimmt und einfach draufhaut. Schön abfangt, weiter geht's. Komm, Kergi! Ah, schlechtes Abspiel. Und? Mein Gott, Walter! Mein Gott, das sind schon ein paar richtig gute. Mehr als halb Chancen gewesen. Na, 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 mach kein Blödsinn. Jawohl. Schön raus hin. Und weg. Jawohl. Und jetzt muss schneller gehen. Die kennen das nicht, dass die Spiel schnell machen, wenn sie nach einer Ecke die Chance gibt, dass man schnell Konter fahren kann. Dann bringe ich es nicht fertig, den Ball einmal zügig nach vorne zu spielen. Wenn der Mischidia noch mal ihren Flügel ganz nach vorne läuft, dann ist keiner dabei, der wo den Ball nehmen kann. So, noch keine Erkenntnis aus den anderen Stadien, sprich momentan. Ich wollte nur null. Gibt es Unterstützung für den Club von Hertha BSC? Naja, die wollen auf der anderen. Ich glaube, Hertha hat er durchgeschossen, da habe ich irgend sowas rausgehört. Hab ich! Jetzt will mir drauf! Ha! Eieieiei, das war doch ein schöner Ball. Da gingen die einfach nicht energisch genug, nein. Jawohl, sauber geklärt. Das dauert so lang, jedes Mal. Da sind alle Wolfsburg in unserer Hälfte und wir haben keine Möglichkeit umzuschalten, weil die entweder nicht mitdenken oder zu langsam sind oder kann was einfällt. Meine Herren, schau dir diese Flanke an. Kann das wahr sein? Da sind fünf Klubber im 16 und er haut es ans andere Eckfeindler lieber. Kenn ich noch vom Chandler, der hat einmal solche Flanken gemacht. Mensch, hört halt einmal ab mit eurer Zurückspieler. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Aus einer so einer saublöden Situation kassieren wir es 0-1. Die scheiß Zurückspielerei, weil die mit dem Ball nicht nach vorne spielen, sondern hinter. Und der war einfach zu knapp. Achtung, der schießt dann aus bis zur Mittellinie. Dann spielt dann der Behrens zurück und da. War das vom Kerk oder wer? Mann, Mann, Mann. Das war wieder typisch Club. Der haut daneben, der Torwart, das kriegt. Allmächtig. So wird es ein Elfer geben. Ne? Hundertprozentig. Haben wir uns wieder selber eingeschenkt, ganz genau. Die ganze Hintenrumspielerei, dreimal den Ball quer zwischen die Außenverteidiger oder Innenverteidiger hin und her geschoben. Von der Mittellinie aus wieder nach hinten gespielt, weil uns nach vorne nichts einfällt. Das ist die Krankheit. Mein Gott, na. Komm, jetzt mach Wurstbogen. Aber das sind auch so Sachen. Der Klaus, der ist ja schon vor langem aufgefallen. Ein super guter Mann.
Warum kann der Club da an sowas nicht dran? Der hat in der Nachbarstadt gespielt, bloß weil wir von den Pferden nichts wollen. Lächerlich. Langer Ball auf den Ishak ist so gut wie sinnlos, weil der kriegt ihn nicht, weil er A1 zu langsam ist, A2 kann Zweikampf kann. Mensch, jetzt hockst du schon wieder vor dem Fernseher und liegst zurück. Das ist doch, Greiner kennst du. Mann. Hab jetzt, ja, und zack, zack. Wieder der Ball weg. Mein Lieber, das war eine gute Drehung vom Müll, dass er den Ball nur weggebracht hat. Hey, wir müssen nochmal so wie die Düsseldorfer das machen, überfallartig, erste, zweite Minuten gleich ein Tor schießen. Lass doch mal was im Kreuz aus. Dann brauchen die anderen schon zwei, um zu gewinnen. So brauchen wir zwei und die schießen wir wahrscheinlich nicht mehr. Boah. Ich sag da was, ohne Everton werden wir schon längst fahren. Der und der Martini haben uns sehr häufig den Hintern gerettet. Das war auch faul. Ja, Greinet. Er soll lieber Tore schießen, anstatt sich da anbeklagen. Halbzeit. Ja, Mai. Ist doch schon wieder Depression angesagt. Von Wochen zu Wochen, die Spieler nicht locker lassen, wir packen das noch, wir bleiben dran, du selber greifst dich dran auf, na, wir könnten das noch schaffen, rechnest hin und her und hin und her, aber wenn wir selber nicht gewinnen können, und wir haben ja jetzt unter den letzten Spielen, wo wir zwar besser gespielt haben unter dem Schommers, aber gewinnen können wir halt nicht. Stuttgart verliert in Berlin, die Berliner führen 2-0, soweit ich das mitgekriegt habe, und Bayern führt auch 2-0, nur insofern wichtig, als es gegen Hannover geht. Aber die Hannoveraner, denke ich mal, da geht eh nichts mehr. Und wenn bei uns noch was geht, dann müssten wir jetzt endlich einmal da durchschießen zum Ausgleich und dann mit dem Dampf, den bei uns ist, gibt der zweite Tor. Und dann soll er abpfeifen. Mein Gott, na, wir mähen doch endlich einmal. Ich habe in der Halbzeit ja die Ergebnisse mitgekriegt. Ne? Wenn Stuttgart dann so Steinvorlage gibt, dann müssten doch wir mal. Kubo, den kann er auch draußen lassen, das ist genauso eine Idee. Was hat uns der gebracht? Kubo ist ab, mein Gott, nein. Und Ishak. Ja, so seit zwei spielt auch jemand hier drauf, dass er den Knöllchen endlich bringt. Ich weiß nicht, warum er den nicht neid hat, keine Ahnung. Letztes Mal war er auf der Tribüne mit den Nadelstreifenhosen. Aber er hat mir drei einen Regler ausgegeben in der Halbzeit, war nicht schlecht. Wahrscheinlich, weil ich so verhungert ausschaue, dass ich mal den Tee von meiner Weckler mitbringe. So, jetzt hat er hab. Ja, geht dran und du hast alles drauf. Leute. Komm. Na, das war nicht Lukas, das war gar nichts. So. Vorwärts, bitte. Ich bin immer nur da hinten rum und teilweise richtig gefährliche Bälle. Hab jetzt allein. Der soll den Dörles Geld bringen, den Kubo können wir überhaupt nicht brauchen. Komm jetzt. Ich hoffe, das ist meine einzige wirkliche Hoffnung, der da, der Pereira, oh, ja, ah. Der Junge, der hat's drauf, aber natürlich, mein genau, Ball unter Kontrolle bringen, jawohl. Okay. Nein, den Elfmeter schinden wollen, da sehe ich ihn nicht ein. Behrens schüttet das Meter und dann geht die Frage los. Schieß ihn selber.
Am besten den sie den Martini erschießen lassen, das ist glaube ich die coolste Sau. Aber wenn nicht er dann am Posten schwächt, dann lassen wir noch kommen, dann nehmen wir ihn gleich durch und dann fangen wir uns die nächste auf saublöde Ort. Ja, komm, weiter, 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 das war nicht. Ja. Und jetzt über rechts, hab Lauf! 6 gegen 6. Eieieiei. Wir kommen in die Nähe vom 16er und es geht nichts mehr. Der ist ja dieser Blindgänger, tut mir leid. Raus und nicht melden ein. Ja, ich krieg gerade mit, dass Hannover den Anschlusstreffer in München geschossen hat, aber ich denke mal, dass die Bayern sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen von den Hannoveranern. Man gegen uns zum Sammler 1-1 gespielt, aber wir sind ja besser wie Hannover, also was soll der Geiz? Das steht nur fehlen, dass wir Wolfsburg verlieren und die gewinnen gegen die Bayern. Hammer! Da können wir heute Abend gleich einen trinken. Raus, ja, da auf links, prima. Komm, Leibold. Kergi. Wieder Leibold. Ja, spielt wieder nach hinten. Mann, unser Club, ey. Wir wären besser, wenn wir in die eigene Richtung spielen könnten. Da ist nämlich nichts im Weg. Fürchterlich. Hab, hab, hab. Komm! Mein Gott, wir können ja nicht einmal einen Ball festmachen. Hab jetzt. Herrlich, ja. Da spielen sie so lange miteinander, bis er den Fuß nachhält. Aber wir haben den Ball noch. Weiter geht's. Ja, und da, ja, aber... Ja, endlich haben wir einen Schäßen. Mann. Da dran haben wir es bei uns, ganz genau da dran, der soll sich abziehen. So schlimm war der gar nicht. Das ist so ähnlich wie damals mit dem Bunyaku. Der hat auch eine Halbsaison lang einmal ein paar Tore geschossen, haben es dann in den Himmel geklappt und danach ist nichts mehr gegangen. Und bei Mischak ist es genauso. Der kann mit dem Ball nur was anfangen, wenn er den 16er kriegt und einigermaßen Platz hat, dass er draufgehen kann. So wie es im Zweikampf geht, ist der Ball weg. Wäre zwar schön, unseren Club mal zu erleben, wenn er nach einem 2-0 zurückkommt und mit 3-2 gewinnt, aber dazu müsste er kämpfen, kratzen, beißen. Kennen wir nicht. Wir spielen viel zu friedlich, wir sind viel zu gutmütig. Lauter brav im Baum. Der ist so ein blöd faul, wo es überhaupt nicht braucht. Menschenskinder, ich war so ein Fan von dem Kergi, das tut mir so leid, dass der Bau überhaupt nicht mehr in die Gegend kommt. Gar nicht. Torwart? Ja. Alles gut. Schau dir das an. Also ein Dusel gehabt, dass der Ball überhaupt noch da ist. Hab jetzt! So, und jetzt wieder raus da hinten. Mensch, jetzt schwanzt der auch noch rum da hinten. Kreuzkruzifix nochmal. Haben wir schon ein Tor eingefangen? Brauchen wir nur eins? Hab jetzt, vorwärts, auf geht's, jawohl! Der erste Ball wäre jetzt natürlich einmal der Knöll, aber den bringt er offensichtlich auch wieder nicht. 65. Minute, ab, ab, ab! Etta! Ja, aber wir haben doch frische Leute draußen, da muss ich doch jetzt einen frischen Mann bringen. Was haben wir, 66. 24 Minuten zu spielen, plus Nachspielzeit. Jawohl, Everton ist einfach eine coole Socke. Ja, komm weiter, Hanno. Der Leibold ist mit dabei. Wir kennen es einfach nicht. Tut mir leid, wir kennen es einfach nicht. Wir laufen aufs Tor und am 16. ist die ganze Geschichte jedes Mal vorbei. Die spielen auch zu Shahidi, stehen alle rum. Arnold, da habe ich wegen Angst, weil der kann auch schießen. Aber ich würde jetzt lieber rot vor Anstrengung werden, weil ich von Laura Jubel nicht mehr nachkomme. Aber mein Club gibt mir keine Chance. Hab jetzt! Mann. Da kannst du wirklich strecken, weil ich ehrlich nicht so schaue. Ja, du kannst unseren Torwart nicht überlisten, Mali. Die haben keinen Plan. Solche Spielzüge aus dem Mittelfeld raus nach vorne, das muss doch im Training eingeübt werden. Da muss doch irgendein Plan da sein. Das läuft bei uns nicht. 2-3 Spielzüge, viel was.
Komm, Bauer, schmeiß ihn am besten mit den Händen ins Tor. Kriegt das überhaupt, wenn er Einwurf neige? 3-0. Steilvorlage aus Berlin, aber wir werden sie wie gewohnt nicht nutzen. Bei verschiedenen Entscheidungen für unseren Club. Jawohl. Zumindest auf Tennisverlass. Bei verschiedenen Entscheidungen von unserem Club, da komme ich sowieso nicht mit. Ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn im Vorfeld, wo wir noch einen Sportvorstand gesucht haben, ein Felix Magath sich mehr oder weniger anbietet, es geht ihm nicht ums Geld, ja, er den, wenn er einen anruft, wäre er da. Hallo, warum rufen Sie nicht an? Da haben die anderen wahrscheinlich alle Angst im Aufsichtsrat und so weiter, dass der wegen zu viel beim Club durcheinander rubbeln kann. Aber wenn ein Mann ein besseres Netzwerk wie der Magath hat, auch keiner. Kann man nicht vorstellen, als Trainer möchte ich nicht, der rüffelt sich überhaupt nicht mehr gegen können. Ja, aber als Sportvorstand hätte ich mir den Mann gut vorstellen können. Schau langs vom Namen her. Mann. Ich stehe noch stramm, wenn der Magabo ruft. Und weg das Ding da hinten. Jawohl, raus. Hab jetzt! Jetzt! Weiter, warum geht der Behrens so nicht konsequent in den Bein rein? Das riecht mir einfach absolut, der bleibt stehen und lässt den Wolfsfußer den Bein hochnehmen. Dann haben wir die 72. Minute und es wird nicht gewechselt. Es ist zigzagig, dass irgendeiner schon steht und sich warm lässt oder wartet. Oder? Stuttgart verliert in Berlin 3-0 und wir sind nicht in der Lage gegen wirklich schwache oder sagen wir geschwächte Wolfsburger. Irgendwas zu machen in Richtung Tor. Allmächtner. All. Everton raus, offensichtlich verletzt. Mag Reiner rein. Na ja, gut. Kubo für Pereira. Eieiei. Deutliche Schwächung. Deutliche Schwächung. Pereira vom Platz und der Everton vom Platz. Das waren eigentlich die zwei Besten, oder? Scheiße, Mann. Entschuldigung, scheiße. Genau so plätschert das Spiel jetzt wahrscheinlich gar hin bis zum Schluss. Wenn wir besser anfangen, machen wir 2-0. Schon nach dem Motto, oh, Stuttgart verliert, dann können wir ja auch verlieren. Kennt keiner, kennt ihr. Die Wolfsburger sind doch wirklich machbar heute. Halt. Ist machbar. Wir haben so gute Situationen schon gehabt. Schau dir das an. Die brauchen eine halbe Stunde, bis vor hinten den Ball mal bis ins Mittelfeld bringen. Noch müssen sich die Nürnberger keine Sorgen machen, sagt der. Hallo. Ober! 2-0. Also, so einfach. Wo ist denn da der lange Markreiter oder der Müll? Schau dir den Freischuss in der Zeitlupe bitte an. Das darf doch nicht wahr sein. Der spielt den Ball hoch rein und kann er von uns stören den beim Kopfball. Freistoß, Kopfball, Tor. Bumm. Einfach so. Schauen wir mal. Der Markreiter unterläuft ihn. Der Ball ist aber oben. Schau dir das an. Da muss doch der Markreiter in die Luft springen. Da passiert gar nichts. Mensch, auf die Österreicher hören sie auch nicht mehr verlassen. Eieiei, 2-0, das ist klopfen, das Ding. 12 Minuten. Mir tut es so weh. Wir haben so eine geile Saison letztes Jahr gespielt und sind letztendlich aufgestiegen. Wir haben gefeiert wie die Teufel. Wir haben gehofft, dass wir irgendwie drinnen bleiben können und dann spielen wir eine derart schwache Saison. Ich rede jetzt nicht von den letzten 3, 4, 5 Spielen. Aber vorher, mein Gott, na. Ich möchte auch nicht gegen einen Kölner schimpfen, weil ich habe ihn einmal wirklich sehr gemocht und sehr geschätzt, den Mann. Aber diese ständige Hin- und Herwechslerei, dieses dauernde Rotieren, nach auf die Tribüne, gestanden in die Stadtelf, konnte nicht gut gehen. Jetzt haben wir Standbild auch noch. Wahrscheinlich haben die mitgekriegt, dass beim Club sowieso nichts mehr geht. Was ist denn los, Kai? Kostet einen Haufen Geld jeden Monat. Auf geht's. Standbild, Leute. Zeit, sich abzuregen. Einen guten alten Dave. Jetzt geht's wieder weiter, ja. Die werden einmal schlechter, die ist Kai, für das soll schon einen Haufen Geld verlangen.
Der Kuba hat aufs Tor geschossen. Alter, also, schon mal neben das Tor. Jetzt haben wir schon wieder ein Stadtbild. Was ist denn los mit dem verdammten Sky? Wenn man den hier liegt am Boden, dann rührt sie nicht mehr. Ja, wunderbar. Schau dir das an, das ist im Markreiter sein Mann, der steht neben drauf, macht nicht einmal den Ansatz zu springen. Läuft nebenher und schaut so, wie in der Neinköpf. Dankeschön. Ischak ist jetzt raus und Gnöll ist jetzt drin. In der 80. Minute bringt den Gnöll. Bei 0-2. Eieiei. Kriegen die den Freistoß 18 Meter vom Tor, 19 Meter. Komm, jetzt mach da einen Freistoß, dass es weitergeht. Kreisteifel, wir haben nur 10 Minuten. Also muss jetzt mit Medi den Arm heben. Oh, der Arnold ist gut, ey. Ich weiß nicht, warum der Medini jetzt hingeflogen ist, aber wenn der wirklich hat, die Sau bleibt, der geht nur rein. Sehe ich. Der rutscht aus. Oder war zumindest in die andere Richtung unterwegs. Stell dir vor, das blöde Ding fällt auch nur rein. Beide Tore, da geht der Magra dann in den Abfuhr, macht der Kerk die Sau bleibt abgehoben. Geht bis zum letzten Spiel durch die Rechnerei und das Rumgemache. Das kostet mich so viel Nerven, der Scheiß. Jetzt kommt der Ex-Club oder war die Wolfsburger, der haut uns wahrscheinlich an und nein, der hat den Check. Hopp! Hast du gesehen, der verspringt dann der Ball wieder im Superartisten? Nein. Und die denken alle von sich wunderschön, wie toll dass sie sind und wie gut dass sie sind. Der Löwen soll mal zu Frankfurt wechseln, ja, da wird er sich umschauen. Das ist eine andere Qualität gefragt. Und bei uns kannst du ja fast die ganze Saison jetzt nehmen. Wir waren einfach zu schwach für diese Liga. Genauso wie Hannover zu schwach ist, da drin nämlich zu spielen. Die Frage ist jetzt nur, was passiert bei uns im Verein? Kriegen wir die Gelegenheit? Für die haben wir davon gesprochen, vom direkten Wiederaufstieg. Aber die Mannschaft wird komplett auseinanderfallen, wie ich sage. Und dann schauen wir mal, was da kommt. Und eine Mannschaft, die nicht eingespielt hat, ob die dann direkt aufsteigen kann. Glaube ich eher weniger. Das ist ja derartig grausamer Vorgang, da zuschauen zu müssen, wie wir stehen, K.O. sind und nicht mehr weiterkommen. Bloß nur die Hoffnung auf andere Mannschaften haben. Wenigstens einmal ein schöner Spielzug, man kann sehen, eine schöne Kombination, irgendwas. Ja, so ähnlich wie das, bloß besser. Die lassen sich das dritte reinhauen, pass auf. Ah. Ja, was soll man sagen, das Spiel ist gleich gelaufen, 90 Minuten, 3 Minuten Nachspielzeit. Davon sind auch 2 schon verspielt. Wir können also nicht erwarten, dass der Club aus dem 0-2 noch ein 3-2 macht. Aber wenn jetzt alles so ausschaut, jetzt sind wir mal 16er wieder gekommen, schauen wir mal. Zumindest haben wir einen Torschuss rausgebracht, allerdings ist er kalten worden. Mit solchen Leistungen verdienen wir es nicht, in der Liga zu bleiben. Wir werden absteigen, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir nur drin bleiben, ist aus meiner Sicht gesehen so gering. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn ich die Spiele dann zuschaue, wir machen gegen Bayern ein Riesenspiel und dann spielen wir gegen wirklich ersatzgeschwächte Wolfsburger. Die wären zu backen gewesen, genauso wie so viele andere vorher zu backen gewesen sind. Und dann kann man nur sagen, wir haben es nicht drauf, wir haben nicht die richtigen Leute. Wir haben auch nicht das richtige System, ganz offensichtlich. Es haut nicht hin. Es tut mir fürchterlich leid, dass man nach dem so schön gefeierten Aufstieg jetzt direkt wieder absteigen wahrscheinlich. Die Situation ist momentan so, dass wir jetzt ja wieder hoffen müssen, beide. Die Hoffnung ist ja das, was zuletzt stirbt. Also gegen Gladbach gewinnen, gegen Freiburg gewinnen. Aber wenn Stuttgart auch mal davor gewinnt von den 2 Spielen, dann ist das Ding eben gelaufen und wir an Hannover steigen ab. Und da dann auch schaut es im Moment aus. Und ich glaube nicht, dass ich im Ausland einen Faden abbeißt. Da müssen wir einen riesen Spiele machen, 2 Stück, und sind dann von den anderen abhängig. Wird nichts mehr. Neuer Aufbau, neuer Trainer. Und dann schauen, dass wir eine gute Zweitligamannschaft stellen, die vielleicht im zweiten, dritten Jahr wieder aufsteigt. An den direkten Wiederaufstieg glaube ich noch nicht. Ich denke mal, dass uns einfach das Geld fehlt, um die entsprechenden Spieler zu kaufen. Dass ich jetzt in Knöll, der gute Bo ist in der 80. eingewechselt worden. Ich habe nicht gesehen, dass der überhaupt einmal am Ball war.
und bei vielen anderen, die eigentlich gute Fußballer waren und gute Leistungen gezeigt haben, da ist in der zweiten, da ist auch in der ersten Liga. Wenn ihr an Kerk zum Beispiel anschaut, es tut mir nur weh, was aus dem geworden ist. Eras, der bei Weiden noch nicht an seine Leistungen anknüpfen kann, obwohl er stärker wird. Aber diejenigen, die dann einigermaßen was taugen, die werden wahrscheinlich sowieso weitergehen. Leibold ist Stuttgart im Gespräch, Eras ist im Gespräch, eventuell nach England. Löwen, Frankfurt und wer weiß, wer da noch mitzieht. Beim Torwart ist ja auch die Bedenken da, dass er nach Düsseldorf geht. Die machen zwar jede Woche irgendwelche Treueschwüre, aber letztendlich schaut es halt dann doch anders aus. Jetzt ist der Pereira auch noch verletzt. Also, ganz ehrlich, ich hab keine Hoffnung mehr. Nee, das darf man nicht machen. Seit Monaten quälen wir uns mit dem Gedanken, wir packen das nur, wir drehen das nur rum, da wird noch was. Alles, was wir machen, ist uns den Nerven kaputt dabei und der Club schafft sich nicht. Es ist traurig, dass es so ausschaut bei uns. War wieder mal ein Spiel der Hoffnung, dass wir auch hätten gewinnen können, wenn wir ordentlich gespielt hätten. Aber wenn man schon nach jedem zweiten, dritten Zuspiel den Ball wieder an den Gegner verliert, dann kann das nichts werden. Ein wirklicher Plan steckt bei uns nicht dahinter. Ade, liebe Glubberer. Servus. Give it up.